Ja, herzlich willkommen zum Webinar über interaktive Jobportale. Mein Name ist Dirk Linn, ich bin Geschäftsführer von Permanent und wir arbeiten mit dem Partner REX Systems aus Hamburg zusammen. Wir haben einige hundert Projekte schon zusammen mit REX umgesetzt und heute geht es darum, aus den Erfahrungen, die wir haben, vor allen Dingen aus den Fragestellungen der Kunden, warum sie uns einkaufen, warum Veränderungen überhaupt stattfinden sollen, dass sie davon partizipieren. Wir selbst sind ein Beratungshaus mit ca. 25 Beratern aus Düsseldorf und haben uns auf die Implementierung und den Vertrieb der REX-Produkte spezialisiert. Und heute werden wir im Rahmen des praktischen Teils, ich werde also gleich in die Software einsteigen, wir werden uns auch Kunden-Homepages anschauen, werden auch die Besonderheiten rausarbeiten. Aber bevor wir starten, gleich so ein paar Punkte, wo wir gerade stehen und wo uns unsere Kunden und vor allen Dingen viele Interessenten abholen. Der Markt ist wahnsinnig breit geworden. Es gibt weit über 150 verschiedene Anbieter von Websystemen für das Recruiting. Und ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit einem Beratungshaus, das eine Auswahl betreut. Und die haben alleine schon für diesen Kunden 27 Anbieter gefunden, die in Frage kommen. Wobei, wenn man die Fragen dann durchgeht, dann war man von 27 auf einmal noch auf 5 übrig gebliebenen Bewerbersystemen. Also man merkt, die Spreu, die trennt sich sehr schnell vom Weizen. Und man hat sehr viele Standardsysteme dabei, die auch funktionieren, die auch sehr gut aussehen, aber die eben die Flexibilität nicht haben. Und gerade wenn sie ein Wachstum haben oder im Rahmen des Bewerbungsprozesses, werden wir gleich sehen, dass es komplett neue Methoden gibt. Auch man muss rechts und links schauen, man muss eine Flexibilität haben. Und wenn sie aber auf ihrem Bekannten bleiben und sagen, ich will nur das abbilden, was ich schon kenne, dann hat man dann oft für die Zukunft den ersten Schritt verbaut. Und das geht's heute. Ja, REX selbst, Sie sehen unter rex-systems.com die Homepage. Wir haben ein komplettes Talent-Management-System dabei. Das heißt, der Bewerber, der beginnt nicht erst bei uns bei der Stellenausschreibung im System, sondern wir haben schon eine Vorplanung im Rahmen des Org-Trees. Wir bauen also ein Organigramm auf, können dort einen Stellenbesetzungsantrag erstmal freigeben lassen. Wenn der freigegeben ist, über Budgetierungsrunden, Controlling, wird der an das Recruiting freigegeben. Alleine dieser Prozess, das ist schon eine sehr hohe Wertschöpfung und eine Klarheit innerhalb dieser Dokumentation und der Parametrisierung der Daten, die dann später an den Recruiter übergehen. Ist dann dieser Prozess im Recruiting angekommen, gehen jetzt die ganzen Funktionen los, wie zum Beispiel ein Stellentemplate muss ausgesucht werden. Wir haben hier diese Möglichkeit, sehr flexibel Stellentemplates anzupassen. Wir werden aber auch gleich sehen, auch da gibt es eine Änderung in der Zukunft, dass wir über neue Methoden des Liquid Designs oder wir nennen es bei uns auch Schema, auch eine Standardisierung da hinführen wollen. Und zwar die Sicht aus Sicht des Bewerbers und nicht mehr des Unternehmens. Und im Moment ist es ja so, dass es im Markt hier noch unheimlich stark Dinge vorgibt, die aber im Prozess eher manchmal sogar hinderlich sind, ja, weil ich die Unternehmenssicht habe und ja, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ich glaube, da denken noch viele ein bisschen anders. Wir werden es auch gleich sehen, was es konkret bedeutet. Ja, und ansonsten merkt man ja auch, dass diese Bewerber woanders mittlerweile sind. Ich glaube, die FAZ mit dem Stellenteil ist nicht mehr so dominant wie vor 25 Jahren. Als ich in den 90er Jahren noch Jobs suchte, da war ich in VDI-Nachrichten drin, im Papier. Ich war in der FAZ drin, Süddeutsche Zeitung. Das waren die großen Stellenmärkte. In den 2000er Jahren ging es dann auf diese interaktiven Jobbörsen von StepStone, Jobware, wie sie alle heißen. Und mittlerweile ist es ja so, dass die Bewerber woanders sind. Die werden ja eher angesprochen, die wollen ja gefunden werden. Und damit dreht sich der gesamte Prozess um. Wir haben bei ganz vielen Anfragen immer noch diese Dinge. Ich muss meine Webseite schön machen, dass der Bewerber möglichst viel lesen kann, sich gleich einloggen soll, den Prozess nachverfolgen kann. Vergessen Sie das. Also diese Dinge sind mittlerweile auch alles Schnee von gestern. Und wenn Sie denken, Sie wollen alles Google optimieren und mit SEO und was schlag mich tot, Ihre Bewerber optimal finden, dann zeige ich Ihnen mal gleich, wie unterschiedlich ein Google von einer YouTube-Suche ist. Ja, und bei YouTube sind ja, wenn man mobil unterwegs ist, diese Videos mittlerweile total hip. Bloß mal die Frage, haben Sie schon Ihre Jobvideos erstellt? Dazu gibt es übrigens auch ein Seminar von uns, weil diese Jobvideos bei uns über 90% der Bewerber als Entscheidungshilfe
um bei uns zu arbeiten, nutzen. Also alle gucken, fast alle in dem Falle 90%, schauen sich diese Videos an und sind sehr, sehr gut gebrieft schon und kennen eigentlich schon den Arbeitsalltag, haben mich vielleicht schon gesehen, meine Kolleginnen schon gesehen und fühlen sich schon am ersten Tag sehr, sehr wohl. Und das ist so ein virales Marketing. Das schaffen sie mit textuellen Stellenanzeigen oft gar nicht. Ja, sie denken noch an ihre Webseite, an eine Google-Optimierung. Und lassen Sie mal reinschauen, wie wir zum Beispiel jetzt gerade bei Permanent einen Job innerhalb von Google finden und von YouTube. Ja, schauen wir uns mal die Plattformen an, wie wir da was suchen. Es gibt ja zwei Plattformen, einmal Google und einmal YouTube. Natürlich gehören beide zusammen, das wissen wir alles, ist ein Alphabet-Konzern im Hintergrund. Und wir konzentrieren uns sehr stark auf die Google-Suchen. Wenn ich zum Beispiel hier Jobs, Office Management, das haben wir ausgeschrieben, Düsseldorf eingebe, sehe ich sofort A, die ganzen gesponserten Anzeigen, die stellen sich dann vor uns. Und meine Anzeige kommt erst sehr, sehr weit unten. Ja, eigentlich gar nicht so, weil wir dort von Indeed und so weiter overranked werden. Ja, das sieht total anders aus, wenn ich in YouTube reingehe. Und ich nehme die gleichen Suchbegriffe mal raus. Ich mache mal ein Kopieren und gehe in YouTube rein und gebe den gleichen Begriff hier ein. Und dann sehe ich, ich bin mit Permanent ganz oben gelistet, gesucht, Mitarbeiter Office Management Assistenz in Düsseldorf. Und das ist das, was ich meine. Im Smartphone-Bereich werde ich eher über diese Plattform wie YouTube suchen als über Google, weil dort die Filme das Interessante dabei sind. Das hat eine große Auswirkung auf meine Stellenanzeigen, weil dort, wir werden später noch bei dem Thema Liquid Design und Schema sehen, weil wir dort ein ganz anderes Verhalten der Bewerber haben. Und selbst wenn ich jetzt sage, ich möchte auf Permanent gehen, also ich suche nach der Firma Permanent Consulting dort Jobs, gehe ich mal rein, komme ich in meinen Kanal angezeigt, sehe hier auch dann, sag mal, kontextabhängige Geschichten wie die Bewerbung zum Rex Recruiting Award, Arbeiten bei Permanent Consulting und andere Inhalte dabei. Das heißt, ich habe ein komplett anderes Ergebnis in YouTube als in Google. Und YouTube ist das, was bei vielen Bereichen sticht. So viel erstmal zu dem unterschiedlichen Verhalten der beiden Suchbegriffe des gleichen Suchbegriffs in YouTube und in Google. Ja, wir haben gerade gesehen, wie wichtig das Auffinden im Internet ist. Einmal in YouTube, was vor allem für die mobilen Inhalte, für das Weiterleiten von, sag mal, von Filmen eine Rolle spielt. Aber auch Google selbst spielt immer noch eine weitere große Rolle und andere Suchmaschinen auch. Und was wir hier anbieten und wo Ihr Erfolg auch liegt, das können Sie unter rexsystems.com sich anschauen. Geben Sie dort einfach mal in das Suchfenster SEO für Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Optimization ein und suchen dort nach den Begriffen. Und jetzt sieht man hier unten die Suchmaschinenoptimierung der Stellenanzeige für Recruiting Software. Und da sind die unterschiedlichen Ansätze ganz, ganz deutlich. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, eine eigenständige Karriereseite aufzubauen. Wir haben auch die Möglichkeit, wenn man hier runtergeht, eine Unternehmenshomepage zu verlinken auf diese eigene Seite. Da wird auch noch erklärt, wie das gemacht wird. Aber wir können auch über Reverse Proxy, und das können eben viele Anbieter nicht, uns in ihre bestehende Seite, in ihren Content einklinken und dort praktisch mit diesem fertigen Frontend-Teil, also mit der fertigen Jobverse, mit allen Suchfunktionen, Bewerbungsformular direkt nahtlos in ihre Systeme eingreifen. Ja, da wird noch kurz die Iframe-Einbindung, die wir jetzt nicht mehr unterstützen möchten, mit allen Nachteilen kurz erklärt. Und hier unten gibt es auch die Möglichkeit, was wir machen, zum Beispiel auch Pop-up und Layer sollten wir vermeiden, aber auch die Möglichkeit, über RSS-Feeds zu arbeiten oder XML-Exports zu machen. Alles das kann man auch im Gespräch mit unserem Vertrieb oder mit unseren Consultants mal besprechen. Doch gehen wir jetzt weiter im Programm. Ja, der Markt ist insgesamt sehr intransparent geworden. Es gibt vielleicht um die 200 Anbieter von Recruiting-Systemen. Das ist ein wahnsinniger Moloch dabei. Wie sollen Sie überhaupt den richtigen Anbieter noch finden? Neue kommen hinzu, die teilweise erst eine Mini-Seite haben zu attraktiven Kosten. Aber Rex ist seit 19 Jahren am Markt. Wir haben ein ganz Universum aufgebaut an Möglichkeiten. Und ich zeige Ihnen mal bei der folgenden Übersicht, welche Möglichkeiten Rex überhaupt hat. Und wenn wir in dieses Recruiting-Universum einmal eintauchen, dann sehen Sie ganz oben bei Recruiting, dass auch das Thema Relationship Management sehr, sehr wichtig ist. Das ist einmal, dass man Bewerbern, die man Pools hat, ja, und die Pools, die unterscheiden wir in externe Pools, da kommen wir später noch dazu bei Finest Jobs, und interne Pools,
aber die müssen ja auch wieder bespaßt werden und am Leben gehalten werden. Ja, und das ganze Thema Karriereportal, was wir uns gleich anschauen werden, das kann ja auch ganz verschieden ausgeprägt sein. Und dazwischen sind auch dann ganz profane Dinge, die uns aber trotzdem das Leben leichter machen, wie zum Beispiel Vertragsangebote. Sowas muss schnell gehen. Wenn Sie heute im Vertrieb sind und jemand möchte ein Angebot haben, das ist ja gleichzusetzen mit dem Arbeitsvertrag und Sie brauchen da 2 Wochen dafür, dann ist dieser Deal weg. Das heißt, die Geschwindigkeit muss auch im Closing in der Konversion erfolgen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, wenn wir die Bewerber schon auf die Seite bringen zu uns, möglichst eine ganze Firlefanz abschalten, also möglichst eine ganz klare Karriereseite bauen, die nicht viel Ablenkungspunkte hat, sondern eben zur Konversion führt. Und das werden wir uns gleich anschauen. Das Thema Talentmanagement können Sie auch bei uns auf der Seite rex-systems.com nochmal anschauen. Wir bieten ganz viele Module an. Das ist also nur eine Auswahl dessen, was man im Recruiting überhaupt als Interaktion hat. Also Nachfolgeplanung würde auch bedeuten, dass wir erstmal intern nach Nachfolger suchen, bevor wir extern ausschreiben. Wir haben Simulationen, als wenn jemand kündigt, dass man auch überlegen kann, wer kann dann nachrücken, bevor wir überhaupt eine Bewerbung dann zulassen auf diese Stelle oder diese ausschreiben, was ja auch Kosten und Prozesskosten bedingt. Und das ganze Thema Skill Management, das heißt, man kann ja überlegen, ob man bestimmte Menschen auch weiterbilden kann und eben nicht extern sourced, sondern intern sourced. Das Ganze geht dann hin bis zu Employer Branding Maßnahmen, die ich jetzt erstmal außen vor lasse, die wir im Nachgang aber noch gerne in der Diskussion reinbringen können. Übrigens Diskussion, Sie sehen, wir sind live in einem Chat mit verbunden. Hier unten sehen Sie auch die Zugangsdaten. Klicken Sie rein, mein Team wird parallel zu dem Webinar auch Ihre Fragen beantworten. Ja, das HR-Teil, also Human Resources-Teil auf der rechten Seite oben, da sehen Sie zum Beispiel, dass wir dort auf dem Org-Management anfangen, was ich Ihnen gerade gesagt habe, und das ganze Thema der Workflows und der Genehmigung auch abbilden können. Natürlich losgelöst vom Recruiting, aber auch dieser Vorprozess macht bei einer geschlossenen Lösung sehr, sehr viel Sinn. Ja, und das Empfehlungsmanagement, das gibt es einmal losgelöst, nur als Recruiting Add-on. Das heißt, wenn Sie also rein das Recruiting von Rex nutzen, kann man auch einen Talentbringer dazu schalten. Das werden wir später uns mal kurz anschauen. Oder Ihre Mitarbeiter können immer informiert werden, es gibt eine neue Stelle. Dann kannst du in Facebook, Xing, LinkedIn, anderen Profilen, anderen Netzwerken auch dafür werben und vielleicht sogar ein bisschen Geld verdienen. Und das Thema Geld verdienen übrigens, gerade im Recruiting, auch für externe Menschen, spielt bei uns eine große Rolle. Und das bietet, glaube ich, sonst kaum jemand so wie Rex. Seien Sie gespannt am Ende der praktischen Vorführung, wenn es um feines Jobs und das Guerilla-Recruiting oder ja, dieses externe Recruiting geht. Da haben wir einiges noch vorbereitet. Ja, ansonsten feines Jobs haben Sie als großen Punkt hier stehen. Die Anbindung an Agentur für Arbeit, natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und eben, dass wir die Stellenanzeigen kostenlos auch veröffentlichen. Und wenn Sie mal reinschauen, wir haben über 25.000, 26.000 Stellenanzeigen, aktuelle Stellenanzeigen, weil alle unsere Kunden automatisch dorthin posten können und die wieder auch automatisch zur Bundesagentur für Arbeit geschaltet werden. Das Ganze dann mit entsprechenden Berufseignungstests verbunden und dieser Crowd Talent Pool, wie das ist diese Geschichte, die wir uns später noch anschauen werden. Ja, Talentbringer, da gibt es jetzt auch einige Apps dazu. Wir haben ja immer mehr die Bewegung Richtung Apps, dass die Menschen sich das auf dem Handy dann auch installieren. Hier im Hintergrund sehen Sie ein paar Designbeispiele, wie wir sowas umsetzen. Auch da wird wahrscheinlich der Wettbewerb noch lange nicht so weit sein. Und die APIs, die wir haben, zum Beispiel zu unseren Video-Assessments oder externen Jobbörsen, auch da gibt es einige tolle Sachen, genauso wie der Exchange-Kalender. Wenn Sie also Ihre Kalender gepflegt haben, auch Ihre Führungskräfte und Sie wollen einen Termin für ein Interview eines Bewerbers definieren, dann klicken Sie einfach in Rex drauf. Ich durchsuche die Kalender, finde freie Zeiten und diese ganze Abstimmungs-Ari entfällt. Das ist auch eine API, die wahrscheinlich auch nicht überall in allen Systemen angeboten wird, aber im Tagesgeschäft richtig, richtig nützlich ist. Ja, gehen wir mal zurück zu dem Programm, was wir heute noch vorgenommen haben. Das heißt, wir sprechen über Webseiten. Wir werden jetzt mal einsteigen in die ersten Webseiten mit dem Standard von Rex. Der Standard von Rex ist schon sehr viel
fertig ausprogrammiert und innerhalb von wenigen Tagen ist sowas, Beratertag, ist sowas einführbar. Wir gehen jetzt wirklich nicht den Weg, den andere auch bieten, dass man sagt, ich schalte eine Seite live und sie werden alleine gelassen, sie haben irgendwelche Tutorials, irgendwelche Videos, wo sie dann ihre Sachen nur eingeschränkt einstellen können. Nein, bei uns gibt es immer einen Berater, es gibt ein Webdesigner-Team, das auch die Sachen so umsetzt, dass es auch passt. Wir werden darauf achten, dass wir zum Beispiel auch Ihre Domain nutzen und nicht irgendwie eine Software-Werbung oben reinschalten, dass Kundenname.softwareanbieter.de oder com oben steht, sondern alles wird nahtlos auf Ihre Seite integriert. Wir werden einfache Standalone-Seiten sehen, die wirklich sehr schnell umsetzbar sind. Ich hatte da jetzt auch gleich, wenn wir es auch sehen, ein Beispiel der CEG-Gruppe in Berlin. Innerhalb von 4 Wochen von Vertragsunterschrift bis Go Live. Also solche Sachen funktionieren auch, aber natürlich auch mit entsprechender Vorbereitung des Kunden. Das heißt, wir haben die Stellentemplates aufgebaut, wir haben die Karriereseite aufgebaut, die Formschreiben sind alle dabei, ein sehr umfangreiches Rechteprofil wurde eingerichtet, es wurden Schulungen durchgeführt, auch Workshops, dass der Kunde seine Prozesse nochmal schärft und verändert möglicherweise, weil wir viele Standards auch mitbringen. Das ist alles möglich. Und das ist auch alles geschehen in diesen 4 Wochen mit einem sehr einfachen und überschaubaren Aufwand. Es gibt andere Seiten, die wir später sehen werden. Da haben wir auch Projektlaufzeiten von einem halben Jahr. Und da spätestens steigen natürlich viele der Kleinstanbieter aus. Und Sie werden merken, am Anfang wird jedes neue System erstmal eine Augenweide sein, weil Sie sagen, wow, das sieht gut aus. Die Frage ist, was passiert danach? Wie flexibel sind die Systeme? Haben Sie einen Berater? Haben Sie einen Ansprechpartner? Wer hilft Ihnen? Wer schult Sie? Was passiert, wenn Ihr Team sich austauscht, was wir öfter mal haben? Wer holt die wieder von vorn ab? Das Know-how ist ja weg. Unsere Projektleiter wissen, wo sie stehen. Wir können wieder das Projekt so weiterführen, als wäre das Team nicht unbedingt so stark wieder auf Null zurückgestellt worden. Natürlich müssen wir wieder Dinge wiederholen und da werden auch Kosten entstehen bei einem Teamwechsel. Aber es ist nicht verloren. Ich hatte es ja schon gesagt, dass wir immer den Bewerber im Auge behalten müssen. Und unsere Prozesse gehen genau vom Bewerber aus ab. Das heißt, wie einfach ist für ihn auch eine Bewerbung? Wie ansprechend ist für eine Bewerbung? Wie kann das auch so umsortiert werden, dass der Bewerber sich wohlfühlt? Und das gleichzeitig so weit zu vereinfachen, dass sie auch von Unternehmensseite sagen, für mich ist die Navigation auch sehr einfach abbildbar. Ich kann also meine Seiten so aufbauen, dass ich zum Beispiel eine Ausbildungsliste nur bekomme oder eine bestimmte Standortliste nur bekomme innerhalb des REX-Systems. Und diese Flexibilität haben wir bei uns auch und die werden wir auch gleich nochmal in diesen Jobbörsen sehen. Ja, dann wollen wir uns mal die Seiten anschauen und im Nachfolgenden werde ich jetzt erstmal den Standard von REX vorstellen und anschließend einige Kundenumsetzungen, um zu sehen, was man aus dem Standard alles machen kann. Der große Vorteil des Standards ist der, Sie haben ein fertiges Framework, wo mit einfacher Fragestellung genau Ihre Texte, Ihre Elemente hinterlegen können. Wir können also innerhalb von kurzer Zeit, und das sind wenige Wochen, von null, vielleicht noch gar kein Stellenportal auf Ihrer Seite oder alles händisch gepflegt, auf ein vollkommen integriertes Portal mit allen Workflows im Backend, mit Einbindung der Führungskräfte und eben dem Touchpoint des Portals, also dem Punkt, wo der Bewerber mit dem Unternehmen zusammentrifft, umsetzen. Sie selbst können das Portal mal anschauen. Wir haben hier oben diese Seite rex-rockme.com. Das ist also von Ihrem Arbeitsplatz oder von Ihrem System aus erreichbar. Es ist vollkommen responsiv. Das heißt, wenn ich hier umschalte auf verschiedene Handyformate oder iPad-Formate, dann sieht man dort, es wird also genauso umgesetzt, dass es nicht nur auf dem PC läuft. Das ist schon mal wichtig, dass man diese Responsiveness hat, also diese Anpassbarkeit auf die verschiedenen Bildschirmgrößen. Wir haben hier mehrere Elemente. Das erste Element, wenn ich hier oben auf das RockMe-Portal draufklicke, ist unsere Startseite. Auch da kann man überlegen, ob denn Ihr Kundenlogo hier oben erscheint. In der Regel ist es natürlich Ihr Kundenlogo und nicht RockMe. Das ist unsere Musterfirma. Die haben wir einfach nur spaßhalber so genannt.
RockMe. Da kann man auch zurück auf die Homepage des Kunden springen. Genauso hier oben Deutsch und Englisch. Die Varianten, die kann man auch schalten, wie man das braucht. In der Regel, in der Basis haben wir nur das deutsche Portal geschaltet. Das ist also in dem Grundsetup mit dabei. Sie haben hier oben einige Content-Seiten und wir haben Stellenangebote plus 2 Content-Seiten dabei, wobei der Content von Ihnen gepflegt wird. Das ist sehr einfach. Wenn Sie mit Word umgehen können, dann können Sie auch Ihren Content eingeben, wie zum Beispiel Bewerbungstipps. Wenn ich einmal draufklicke, dann sieht man zum Beispiel einige Sachen mit dabei. Da ist vielleicht auch ein Film eingebettet und so weiter. Und ich gehe wieder zurück auf diese Standardseite und sieht also hier eine Bewegung des Bildes, vielleicht einen Overlay-Text immer noch hat. Und hier unten die Möglichkeit der Navigation, die sich in der Regel der Navigation hier oben anschließt. Ja, ich kann also hier oben auf diese Stellenangebote klicken, bekomme hier meine Übersichtsseite, auch alles im Standard dabei. Natürlich tauschen wir die Bilder mit Ihren Bildern aus, auch die Schriftgrößen und das Mouse-Over. Dieser Effekt wird auf Ihrer Seite, die Sie heute auch haben, angepasst. In der Regel ist also ein Standalone-Portal, das wir auf Ihre Designgrundlagen anpassen. Und wir haben hier die fertigen Elemente schon aufgebaut. Das heißt, wir haben hier einen einfachen Filter mit Suchbegriffen. Man kann hier eine erweiterte Suche aufklappen. Auch das kann man so definieren, dass man alles aufklappt. Das ist jetzt Kundenwunsch dabei. Es wird hier eine Standardliste dann aufgebaut. Hier sehen Sie auch die Standorte bei den verschiedenen Stellenausschreibungen. Und das Interessante dabei ist, wir zeigen nur das an, was auch wirklich mit Jobs belegt ist. Es gibt also keine leere Treffermenge, dass man sagt, ich habe jetzt hier Berufserfahrung angeklickt, gehe auf Aktualisieren und habe jetzt keine Treffer dort. Das passiert mit Rex in diesem Moment nicht, weil nur was mit entsprechenden Labels in der Ausschreibung versehen ist, wird auch hier in der Auswahlliste angezeigt. Okay, also erstmal diese Grundnavigation. Ich habe die Möglichkeit, hier einen Teasertext zu hinterlegen, wenn Sie das möchten. Das ist oft interessant, wenn man dann nicht sofort auf die vollständige Anzeige draufklicken will, wie hier. Da hat man eben die Möglichkeit beim Stellenangebot selbst, die wenigen Worte, die man braucht, um ganz konkret so einen Elevator-Pitch das zu beschreiben, hier drin haben. Und das Schöne dabei ist, dieser Teaser-Text und dieser Titel kann man jetzt auch sehr einfach für ein Empfehlungsmanagement nutzen. Das heißt, ich habe jetzt wirklich nur ein Basissystem ohne die ganzen Erweiterungen Richtung Empfehlungsmanagement, Mitarbeiterempfehlung, hol mir einfach diesen Link hier oben raus. Man sieht auch hier einen entsprechenden Link. Das ist wichtig für diese Suchmaschinenoptimierung. Also das Land ist Deutschland, Assistenzadministration, da wird drüber gesucht. Es ist auch wichtig, wie tief in dem Pfad dieser Titel drin steckt. Und das ist also eine sehr hohe SEO-Optimierung, wenn dann direkt nach dem ersten Slash dieser Titel drin steht. Den kopiere ich mir jetzt einfach. Ich gehe in mein Xing-Profil rein und sage, ich möchte in meinem Netzwerk das hinterlegen. Klicke auf Was gibt's Neues hier rein. Und da hat man sofort auch hier eine komplett aufgebaute Stellenanzeige. Ja, hier oben sehen Sie jetzt den Link, da geht es hin, das Stellenangebot Assistenz, das Bild von Ihnen, den Teasertext und kann sofort dann seinen eigenen Kreis diese Dinge dann verteilen. Ja, also da hat man schon wirklich sehr viel im Standard drin. Hoppla, jetzt bin ich schon ans Ende gesprungen, da wollte ich ja gar nicht hin. Bleiben wir nochmal hier. Okay, also der Link selbst baut ein komplettes Konstrukt auf bei der Weiterempfehlung. Zurück zu den Stellenangeboten. Ich habe dort weitere Elemente und zwar, ich habe hier eine Karte. Wenn ich mehrere Standorte habe, und wir haben ja auch einige Filialisten, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, hier sind meine Standorte und da gibt es auch die Jobs. Klicke hier drauf und würde jetzt hier auf den Talentmanager in Bochum draufklicken. Bin jetzt sofort auf dieser Stelle. Man sieht, ich habe hier ein Video sogar eingebunden über YouTube. Kann jetzt sofort das Video mir anschauen. Oder das auch wieder teilen auf dem Smartphone. Und somit geht es relativ schnell mit YouTube auf den Handys weiter oder über WhatsApp, über den Teilen-Link. Und das ist ja genau das Virale, das wir haben wollen. Weil gerade auf den Endgeräten selbst, auf den Smartphones und Tablets, guckt man sich ja meistens noch die Videos an. Und auch wir bei Permanent haben sehr gute Erfahrungen. Wir haben bestimmt 90% der Bewerber, die über die Videos kommen. Deswegen, das Video ist ein wichtiges Element, gerade in der neuen Zeit. Ja, weiter zurück nochmal, noch einmal zurück. Karte haben wir gerade gesehen. Wir haben hier einen Job Alert. Das heißt, auch wenn hier eine Stelle noch nicht ausgeschrieben ist, wenn Sie sagen, ich möchte aber trotzdem in Zukunft, ich habe eine Stelle nicht gefunden, also einen Job Alert bekommen. Auch hier der Text können Sie alle selbst pflegen. Dann kann man sagen, welcher Standort, zum Beispiel Amsterdam, das ist eine tolle Stadt, da möchte ich gerne hin. Ja, Berufserfahrung passt soweit gut. Unternehmensbereich würde ich sagen,
Marketingrecht und Kommunikation, Personalrecht, das gefällt mir ganz gut. Gebe jetzt hier meine E-Mail ein, sende das zurück. Und dann kriege ich immer wieder Triggerpunkte, also E-Mails gesendet mit einem Link auf diese Stelle zu Ihnen, um mich zu bewerben. Das Schöne dabei ist, da wir diese E-Mail ja auch kennen im System, können wir jetzt jemand, der sich bewirbt mit der gleichen E-Mail-Adresse, die er hier als Jobalert hinterlegt hat, auch die Konversion messen. Und das ist ziemlich cool, ja, weil nämlich sonst die Jobalerts ja keine Aussage über die Bewerber später geben. Rex kann das zusammenführen. Es muss halt die gleiche E-Mail-Adresse sein. Und in dieser E-Mail selbst wird auch das Abmelden oder das Ummelden mit dem Bewerber über die E-Mails geregelt. Also auch das ist alles datenschutzkonform und komplett ausgeprägt im Standard schon. Also das kaufen Sie dem Basisangebot gleich mit ein. Ja, und ansonsten gibt es ja auch eine Initiativbewerbung, dass man auch gar nicht viel lesen muss. Die Frage ist, ob das hier oben gleich steht, was jetzt im Standard so wäre. Viele Firmen, wir werden es später sehen, packen das ans Ende. Dass man sagt, erstmal alles durchlesen und dann kannst du immer noch initiativ bewerben und nicht sofort. Gut, gehen wir mal auf diese Assistenzadministration. Auch da bieten wir einige Job-Templates mit grafischen Elementen, mit natürlich Ihren Bildern, mit Ihrer lizenzierten Bildern, mit vielleicht einem kurzen Headliner mit dabei, kurze Einführung, wer Sie sind, was Sie bieten. Und dann eben klassisch diese Auflistung der Stellenanzeige. Da werden wir später noch sehen, dass hier sich einiges tun wird im Rahmen von StepStone, Google und Liquid Design. Und wir nennen es bei uns Schema, um das Layout zu vereinheitlichen und zu optimieren. Weil dieses Design haben Sie fest vorgegeben, dass so Ihre Marketingstrategie, wie Sie Ihr Produkt auch vertreiben wollen. Aber Sie wissen ja gar nicht, wie der Bewerber sucht. Und deswegen werden wir später was feststellen im Prozess, wo wir gar nicht auf den Bewerber so richtig eingehen. Aber jetzt drehen wir das um und am Ende des Vortrags Richtung Liquid Design oder Schema. Gut, wir haben die Möglichkeit, uns jetzt zu bewerben. Auch da ganz einfach, indem wir zum Beispiel einen Lebenslauf hochladen können. Ich gehe mal hier zu mir rein. Ich habe hier einige Lebensläufe zum Test. Der sieht so aus. Ich gehe mal auf die Vorschau. Da kann man den sehen und sage, ich möchte den jetzt hochladen. Da bin ich drin. 10 Felder wurden gesetzt. Es gibt hier ein Land, das mit einem Sternchen versehen ist. Und da müssen wir jetzt hier Deutschland noch wählen, damit es nicht meckert. Dann habe ich hier keine Pflichtfelder mehr. Das kann man natürlich jetzt alles mit den Boxen so einstellen, wie Sie das brauchen. Sie als Kunde haben die Möglichkeit, pro Stelle diesen Bogen zu verändern per Drag and Drop. Und Sie können auch diese Trefferwerte selbst pflegen und im Hintergrund hier ein Punktesystem hinterlegen, dass man sagt, für diesen Job ist Fachhochschulreife das Beste, also die ideale Ausprägung und Hochschulreife fällt ein bisschen ab, kein Abschluss, vielleicht 0 Punkte, sodass man hier diese Gesamtpunktzahl später so aufbauen kann, dass aus den gesamten Werten die passendsten oder die geeignetsten Kandidaten nach vorne gepackt werden und in der Abarbeitung halt sich um die, sagen wir, um die A-Kandidaten gekümmert wird und dann B und C ein bisschen später angeschaut wird, um einfach die Schnelligkeit der Rückmeldung auch reinzukriegen. Ja, wie haben Sie uns gefunden? Das wird dann ausgeblendet, wenn wir einen Deep Link haben. Das heißt, wenn hier oben dieser Absprung auf diese Stelle vielleicht über einen Talentbringer kommt, über Monster, StepStone, wie auch immer, dort geben wir ja sogenannte Agentur-IDs mit. Und die erlauben uns zu erkennen, der kommt von dieser Jobbörse. Und dann blenden wir dieses Feld aus, damit wir keine Verzerrung der Messung bekommen. Also in dem Fall habe ich es jetzt drin, weil das nicht erkannt hat, weil wir uns über diese Homepage direkt beworben haben. Und da kann ja sein, dass man sagt, ich habe es eigentlich woanders gesehen. Ich habe eine Empfehlung gerade von einem Menschen bekommen. Jetzt können wir mal überlegen, ob der Mensch dann noch auch abgefragt wird. Das sehen wir später bei T-Systems. Die machen dann noch eine weitere Abfrage dazu. Ja, hier unten sieht man jetzt die kurzen Beschreibungen, wie es weitergeht, welche Formate hochgeladen werden können. Und ich hatte jetzt gerade eine PDF hochgeladen. Den Lebenslauf haben wir ja gesehen. Ich klicke da nochmal drauf. Da ist eben der Lebenslauf von mir. Und das Interessante dabei, und das ist echt wirklich eine tolle Sache, das Bild hat das System rausgeholt, ja, ohne dass ich es einzeln hochgeladen habe. Weil dieses Bild gerade bei dem System im Backend, wenn man diese Bewerber sich anschaut, da kann man nicht laufend das Dokument öffnen, dass man das Bild im Lebenslauf sieht. Und da will man ja auch vielleicht mit den Bildern so ein bisschen auch, sag mal, grafisch arbeiten. Und das unterstützt natürlich auch Rex. Man kann an jedes Feld so eine Infoboxen dran packen, ja, dass man also erklärt, was man dort erwartet. Das werden wir bei einigen Kunden später noch sehen. Und das wird auch gut genutzt, sehr einfach, da brauchen Sie auch keine Programmierkenntnisse.
Ja, und ansonsten hier unten akzeptieren der Speicher, der Datenschutzrichtlinien, die man entsprechend auch nochmal hinterlegen kann. Auch hier liefern wir Standards übrigens aus. Und ich könnte hier auch noch eine zweite Box dazu schalten, dass man an eine Aufnahme eines Pools zustimmt. Aber das kann man später nachgelagert machen, weil nicht jeder in den Pool reinkommt. Das kann man fallweise über eine E-Mail machen, die wiederum einen Deep Link drin hat. Also diese E-Mail hat also einen Schalter drin, dass der Bewerber über Klick sich in dem System nochmal anmeldet und sagt, ich bin einverstanden, dass es im Pool gespeichert wird, also mit einer aktiven Aktion des Bewerbers. Auch das funktioniert alles im Standard, ohne dass Sie da sich großartige Gedanken machen müssen. Das ist fertig ausgeprägt. Ja, hier unten hat man mehrere Möglichkeiten. Auch mit einem Xing-Profil bewerben ist eine Möglichkeit. Viele haben ein Xing-Profil, da bewirbt ja auch Xing selbst mit ihrem eigenen System, dass man das nutzen kann. Wir können es auch nutzen. Also klicke ich hier rein und sage, ich möchte mich mit dem Xing-Profil bewerben. Und jetzt werden diese Daten aus dem Xing-Profil rausgelesen. Man sieht ja ein paar andere Daten jetzt noch mit dabei. Und weiter unten sieht man jetzt, ich habe im Xing-Profil einen Xing-Lebenslauf aufgebaut, weil Xing selbst hat ja Daten von mir. Und wenn ich jetzt auch keinen eigenen Lebenslauf hätte, würde man aus den gesamten Daten, die in Xing drin sind, mit Ausbildung, Qualifikationen und so weiter, Sprachen, dort einen fiktiven Lebenslauf aufbauen. Das heißt, ich muss gar nichts hochladen bei Xing bewerben, sondern ich kann einfach mit meinem Smartphone reinklicken und sage mit Xing bewerben, die Daten werden rübergeholt und mein Datensatz ist bereit zum Absenden. Eine tolle Geschichte. Gut, das andere haben wir uns angeschaut, also diese Detailseiten mit Perspektiven, Inhaltsseiten, die nennen wir Content Pages und die können Sie ja selbst befüllen. Das ist der Standard. Und wenn man diesen Standard nun so nimmt, das heißt, wir bauen einfach ein paar Dinge um, das zeige ich Ihnen gleich, dann sind wir ganz, ganz schnell bereit für Sie, um produktiv zu gehen. Okay, jetzt bin ich auf dieser Startseite der Jobs bei Jagger und sehe jetzt meine Stellenangebote aufgebaut, kann auf Englisch umschalten, was wir jetzt erstmal nicht machen werden. Wir bleiben im Deutschen, sehen hier den Job Alert auf der rechten Seite und auch die Möglichkeit der Initiativbewerbung. Auch da wurde der Filter so gelassen, wie wir den uns vorgestellt haben. Standorte gibt es jetzt hier, Belgrad und Wien. Und dann könnte es natürlich sein, dass wenn wir dort vielleicht neue Standorte haben, wir gehen mal kurz im Job Alert drüber, da werden Sie sehen, es gibt mehrere Standorte. Und wenn ich zum Beispiel in München einen Job hätte, Karrierelevel vielleicht als Professional in dem Aufgabengebiet Consulting Finance, ich mit meiner E-Mail mich einlogge, dann bekomme ich, sobald in München was gesucht wird, auch wieder den Job Alert. Das ist ein aktiver Pool, den wir hier aufbauen. Den sollten Sie aber auch auf alle Fälle haben. Weiterhin haben wir hier keine Karte. Ja, könnte man es aufbauen, aber wurde jetzt nicht gemacht. Dann geht es weiter Richtung Design des Templates. Auch da ein einfaches Design. Zweispaltig hier mit ein paar grafischen Elementen mit dabei. Und hier nochmal ein Zurückgehen auf die Seite des Kunden selbst. Jetzt bewerben und dort nochmal die beiden Möglichkeiten hier mit CV Upload. Und mit feines Jobs-Profil bewerben. Das werden wir später noch sehen, was das bedeutet mit dem feines Jobs-Profil. Das ist ein Vorteil, den Sie nur bei Rex haben werden. Und zwar kostenfrei schon in der Basisinstallation. Ja, wir sind jetzt weiter im Standard drin. Also ich gehe mal kurz auf meine Sortierreihenfolge hier oben. Standard. Ein weiteres Projekt, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Unity AG. Ist jetzt hier in Büren, in der Nähe von Paderborn, wo ich auch privat lebe. Das Projekt habe ich gemacht mit zusammen, also von unserer Seite natürlich mit dem Team von Unity, das sehr engagiert war. Ein tolles Team, ein tolles Haus, sehr viel Schwung, muss man dazu sagen, einen guten technischen Verständnis. Wir haben innerhalb von kurzer Zeit dieses Portal aufgebaut. Auch hier sieht man alleine schon hier mit dem Arbeitgeberscore von 436 bei Unity, dass das schon was Tolles sein muss als Arbeitgeber. Mehrere Preise schon abgeräumt, auch gerade in der Zeit, als ich das Projekt bei Ihnen umgesetzt hatte. Und ein sehr komplexes Template dort. Man sieht also, hier hat man sehr viel Werbung auch über Kununu noch gemacht, aber auch so eine Art Marginalleiste. Was sind die Benefits dabei? Das werden wir später bei anderen Kunden auch noch sehen. Welcher Ort ist es dort? Büren bei Paderborn, Veröffentlichungsdatum und weitere Daten. Und hier unten sieht man auch Frau Pohlmeier und Frau Ageten. Die beiden Damen, denen ich sehr viel Spaß hatte bei der Umsetzung. Und das war echt ein tolles Projekt. Man sieht ja unten noch diese Fokus, war das, glaube ich, war ein großer Bericht drin, das ist ein Fokus Business. Sollen Sie mal lesen, was mit Unity da alles so geht. Und wenn Sie Lust haben, bewerben Sie sich dort. In Paderborn ist übrigens eine tolle Gegend und OWL, Ostwestfalen-Lippe, das kann ich nur empfehlen als Zugezogener. Ja, auch hier bewerben. Und dort gibt es die Konnektoren mit LinkedIn, Finance Jobs und Lebenslauf Upload.
Xing fehlt hier. Sicherlich kommt es noch bald dazu. Da haben wir diese vier Konnektoren dort. Und da kann man jetzt auch über das Find des Jobs-Profil, das kann man gerade machen. Ich werde es jetzt nicht absenden. Zum Beispiel mit meinem Benutzernamen reingehen. Ich bin ja auch in Find des Jobs gemeldet. Und dann sieht man sofort, meine Daten wurden gelesen. Alle Daten sind da. Und wenn ich mal runtergehe, sogar mein DeepLynch habe ich sogar hier drin, sehe ich gerade. Gewünschter Eintritt, sag ich mal, ich fange mal am 1.2. oder 1.3. dort an. Gehaltswunsch, sag ich mal, gar nichts, das ist auch kein Pflichtfeld. Und ich habe hier unten gesehen, sofort Foto rausgeholt, Lebenslauf rausgeholt, gehen wir mal kurz drauf. Und der Lebenslauf ist schon aus Finance Jobs mitgeliefert. Also das geht so schnell, das Bewerben im System, das ist unglaublich. Und das ein Klick, zwei Klicks und man ist durch. Nennt man auch One-Click-Application. Im besten Falle, außer sie haben halt viele Pflichtfelder dabei, die man nochmal nachträglich anklicken muss. Aber das ist in dem Fall hier nicht der Fall. Ja, CG-Gruppe, das war ein Projekt von mir in Berlin. Auch da ein tolles Team. Nochmal Dankeschön, wenn Sie jetzt gerade zuhören sollten. Innerhalb von 4 Wochen umgesetzt. Da kam Dienstag die Bestellung rein. Da hat mich der Vertriebler, der Patrick, angerufen. Du, Dirk, in Berlin, die haben Druck. Da soll ein System abgeschaltet werden. Die haben sich für Rex entschieden. Da bin ich freitags hingefahren. Es war ein Glück, es war gerade so ein Brückentag. Freitag hatte ich eigentlich Urlaub rübergefahren, tolles Team vorgefunden, noch einen Tag Berlin dran gehängt. Und innerhalb von 4 Wochen haben wir das komplett durchgearbeitet mit Job Alert, mit dieser Liste, mit diesen Logos, mit deren Schriftgrößen und deren CI. Wir haben dann dort die Templates aufgebaut, dort das gesamte Backend-System aufgebaut mit den ganzen Briefen, Formschreiben, Wiedervorlagen, Rechteeinrichtung. Alles das haben wir gemeinsam gemacht und vor allem der Kunde durch die Eigenleistung hat viel gelernt und arbeitet heute autark. Ja, und hier die Bewerbungsseite, wieder feines Jobs, CV-Upload und das habe ich ja schon mehrfach gezeigt. Das brauche ich jetzt nicht mehr zu zeigen. Dann im Standard, auch das weitgehend im Standard mit ein paar Einschränkungen. Bike Components, eine sehr interessante Firma in Aachen. Gerade die Fahrräder sind ja auch wieder en vogue und ein tolles Team. Sofort per Du am Telefon, nach 2 Minuten hat man Dirk, war Manuel auf der anderen Seite und Co. Hat Spaß gemacht, aber auch sehr fordernd. Die sind eine echte Profis. Man sieht hier auch an der Bildsprache, dass das Team eine klare Handschrift hat. Und hier sieht man zum Beispiel Sonderschriftarten. Ja? Sonderschriftarten können wir auch. Muss vorher abgeklärt werden. Nicht alle gehen. Es gibt manche Fonts, die können wir nur Web nutzen. Manche können wir auch in den E-Mails und Briefen nutzen. Das muss der Vertrieb mit Ihnen besprechen. Aber das haben wir alles drauf. Und da haben wir jetzt auch schöne Templates aufgebaut. Hier ein Filter mit den verschiedenen Möglichkeiten. Da gibt es hier das Job-Template und hier unten bewerben. Hashtag dein Bike braucht das auch oder braucht das jetzt bewerben und so weiter. Ja, also da ist vor allem die Schriftart das, was ein bisschen unterschiedlich ist. Und hier unten natürlich auch ein paar Content-Seiten dabei. Mit Videos und was weiß ich alles. Also die geben sich schon wirklich Mühe, den Bewerber, wenn der auf dieser Seite drauf ist, zu begeistern und sagen, komm rein in unser Team, arbeite bei uns. Deswegen ist es auch wichtig, dass man dort oben die Navigation dann begrenzt, dass wir nicht auf der Hauptseite von denen sind, weil wenn wir auf dieser Hauptseite sind, wir können ja mal kurz auf die Bike Components draufgehen, natürlich verkaufen die erstmal. Also die haben den Shop auf der ersten Seite stehen und gehen wir mal rüber. Und jetzt gibt es natürlich jetzt so solche Dinge. Und wenn ein Bewerber erstmal auf der Karriereseite ist, dann sollte er idealerweise sich bewerben und nicht über die gesamten anderen Dinge nochmal abgelenkt werden. Also ich habe jetzt hier dort hier oben die Navigation, ja, Service und so weiter. Und da haben wir die Sprache nochmal umschalten. Und ich auf Jobs gehe, dann wird eben umgeschaltet auf diese Standalone-Pages und wir konzentrieren uns hier wirklich auf das, dass wir die Konversion des Bewerbers haben. Ja? Man sieht also von dem Look and Feel sind wir auf der gleichen Sprachebene, auf der gleichen Schriftebene. Für den Bewerber fällt da gar nicht viel auf. Das ist auch hier oben Bike Components im Job davor. Also hier ist einfach nur ein anderer Server davor gepackt. Und so arbeiten wir im Standard. Wir werden später sehen, es gibt noch andere Möglichkeiten dazu. Ja, gehen wir weiter. Auch Mytheresa, Sie kennen wahrscheinlich das auch von der Kleidung auch. Schwarz-Weiß-Seite und hier unten wird es ein bisschen farbiger. Und die arbeiten natürlich unheimlich stark mit Bildern und mit Emotionen, was man hier sieht. Also ich werde erstmal ein bisschen reingeführt in dieses Unternehmen, mag vielleicht die Menschen und die Kleidung dabei, erzählt was über die Geschichte. Und hier unten habe ich jetzt auch meine Stellen, klicke ich rein.
Hier gibt es eine Beschreibung dort, jetzt bewerben. Hier unten die gesamten sozialen Netzwerke, jetzt bewerben. Und die gleiche Geschichte dort. Und da ist halt die Besonderheit, dass man diese Seiten ein bisschen weiter gestaltet, mit viel Inhalten dabei, mit Videos dabei oder vielleicht irgendwelche Zahlen mit dabei und kann jetzt verschiedene Links noch hinterlegen. Also ist jetzt alles ein bisschen außerhalb des Standards, also dieses schnell implementierten Standards, aber noch relativ nah dran, sodass es also keine großen Sonderwünschen sind. Man muss halt mit dem Vertriebler bzw. mit dem Projektleiter sprechen, was es für Auswirkungen hat. Ja, jetzt haben wir ein Multimandantensystem dort. Jetzt haben wir hier die Vinzenz-Gruppe. Wir haben sehr viele Kliniken übrigens. Wir haben Sana, die Klinotel-Gruppe. Wir werden gleich Asklepios noch sehen. Also gerade im Gesundheitswesen oder auch im öffentlichen Dienst sind wir sehr stark. Stadt Düsseldorf zum Beispiel, auch in Hamburg werden wir, wenn Sie dann im HLA, im Hamburger, in der HPA, Hamburg Port Authority sich bewerben. Das ist alles Rex im Hintergrund. Aber hier möchte ich Ihnen mal zeigen, dass man jetzt über ein Mandantensystem verschiedene Mandanten, in dem Fall sind die Mandanten, die Krankenhäuser schalten kann. Also wenn ich also hier sage, ich möchte das Unternehmen haben, aktualisieren, dann bekomme ich jetzt nur das Unternehmen Barmherzige Schwestern Pflege, habe verschiedene Orte, die man über den Ort nochmal runterklappen könnte, will ich gar nicht machen. Und das aber eine Gruppe ist, habe ich dort bei einem einzelnen Template nochmal gezeigt in dieser Gruppe, das ist von den barmherzigen Schwestern Pflege und Wohnen. Das ist die Seite, da kannst du mehr über diese barmherzige Schwestern Pflege und Wohnen erfahren. Das ist diese Startseite, wie denn das bei dem Unternehmen noch aussieht. Und immer dann, wenn ich sage, ich möchte die offenen Stellen sehen, dann springe ich rüber. Aktuelle Shop-Angebote auf diese Seite von eben. Ja, und man sieht, man bleibt in der gleichen grafischen Gestaltung, man hat ähnliche Schriftgrößen und Layouts mit dabei und könnte jetzt dort auch sagen, ich habe jetzt ein anderes Haus aktualisieren und würde jetzt dort auch ein anderes Layout haben. Und hier oben sehen, das Logo hat sich nochmal verändert. Auch dieser Link hat sich verändert und ich kann mich über den Arbeitgeber auch informieren. Das Interessante dabei ist, wenn man verschiedene Mandanten hat, haben die natürlich auch innerhalb des Backends, also der Arbeitsumgebung des Recruiters, unterschiedliche Rechte. Also jedes Krankenhaus kann für sich Stellen schalten, kann die auf die gemeinsame Gruppen-Homepage packen. Und was wir jetzt auch gerade gesehen haben, ich gehe gerade mal zurück und sage nochmal senden. Man hat ja diese Vorbelegung hier oben. Ich könnte also diese Ansicht hier, die man hier so aufgebaut hat, als Link in dem BAS-Read Krankenhaus hinterlegen auf deren Homepage und abspringen, dass dort nur diese Stellen angezeigt werden, die von Reed angeboten werden. Vielleicht sogar mit einer Jobkategorie Arzt mit dabei, dass man sagt, wenn ich jetzt einen Arzt suche für dieses Krankenhaus aktualisieren, dann werden mir nur die Arztstellen angezeigt. Und dieser Link hier oben, der dann aufgebaut wird, kann dann von dieser Homepage, wo man sagt, ich habe jetzt hier einen Arztbedarf in Reed, da drauf. Und dann komme ich genau, passgenau, nicht mehr auf alle Stellen, sondern genau auf diese Stellen. Und natürlich kann der Arzt hier auch einen Job-Alert aufbauen und so weiter. Das Interessante dabei ist, dass die Oberärzte oder die Entscheider dort in den Fachbereichen des Krankenhauses dann auch alle Ärzte oder alle Arztstellen sofort sehen wollen, ohne dass ein Sachbearbeiter dabei ist. Und da, auch das bietet übrigens Rex im Backend, das zeige ich heute jetzt nicht, dass bestimmte Stellen, weil die jetzt Mangelstellen sind, sofort durchgeroutet werden, ohne dass der Personalbereich draufschaut oder die können es zwar mitverfolgen, aber es geht sofort zum Fachentscheider, um diese Geschwindigkeit reinzubekommen. Sprechen Sie da mal an, weil wir, was die Pool-Konzepte und den Workflow im Backend angehen, das ist nicht heute Thema des heutigen Webinars, unheimlich starke Möglichkeiten haben. Pools wird später eh noch ein Punkt sein. So also ein bisschen aktives Pooling mit den Job-Alerts haben wir ja auch schon angesprochen. Ja, jetzt wird es komplizierter. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter deswegen, weil wir jetzt keine Standalone-Seiten mehr haben. Wir haben ja oben immer einen Server aufgebaut, der uns von der Kundenseite, also diese, das Kundenportal, auf eine ja, Rex-gestaltete Seite führt und hat große Vorteile. Wir sind also dafür verantwortlich. Es gibt keine Interaktion großartig zwischen Technik ihres Internetauftritts und dem Karriereportal. Aber manche Menschen oder manche Unternehmen, wo meistens die Menschen, die Treiber sind, wollen das ja nicht. Wir haben hier ein System bei der T-Systems aufgebaut in Dresden. Es war auch ein Projekt von mir übrigens.
Auch das war ein sehr interessantes Projekt mit sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel Feinjustierung mit dabei, mit sehr hohen Anforderungen. Aber ich denke, wenn man es mal heute anschaut, da haben wir wirklich viel geleistet in dem Team. Und nochmal danke nach Dresden dafür. Das hier nennt sich Reverse Proxy Integration. Man sieht also hier verschiedene Elemente. Das, was Sie hier sehen, das ist REX. Das, was Sie hier oben sehen, das ist das Content-Management-System des Kunden. Auch das hier ist nicht von REX. Und wenn man mal ganz runter scrollt, sind ganz viele Jobs jetzt offen, sehe ich hier gerade, dann hat man hier den Bodenbereich, den Footer-Bereich. Und das ist auch wieder von dem System des Kunden. Also was wir gemacht haben, wir haben den Inhalt von REX in die Seite des Kunden, also hier gibt es auch keinen Jobs.t-Systems MMS kommen, sondern das ist wirklich der Server, der von Google angefahren wird und wir innerhalb der Seite unseren Content über diese Technologie Reverse Proxy, früher Server-Side-Includes, damit reingeschossen haben. Technisch anspruchsvoll. Der Kunde muss es schon mal gemacht haben. Also wenn wir der Ersten sind, dann wird es meistens sehr aufwendig. Man muss auf dieser Seite des Servers einige Vorkenntnisse und einige Installationen dann einrichten, damit es funktioniert. Aber wenn dann alles da ist und T-Systems hat natürlich jetzt Spezialisten, die sowas können, dann kann man auch einen Reverse Proxy anschauen. Immer ein bisschen mehr Aufwand, sowas einzuführen, muss man entsprechend kalkulieren. Dafür hat man eine nahtlose Integration und kann jetzt zum Beispiel gucken, ich möchte mal Professionals sehen und die Jobkategorie zum Beispiel Leadership. Ja, hat man hier auch andere Farbelemente mit dabei. Und jetzt habe ich sofort drei Stellenangebote. Und was wir hier gemacht haben, das ist schon ziemlich klasse, ist ein wirklich tolles Layout umgesetzt. Ja, also wir haben hier oben erstmal eine Bildsprache. Sie haben eben gerade gesehen, dass der Kopf weggeht, der mich hier scrolle. Da klappt der Kopf des Content-Management-Systems weg. Ich bin jetzt wirklich komplett auf der Seite im REX drin. Habe ja meinen Teaser dabei, habe hier ein Hintergrundbild, das wieder skalierend ist. Ich habe hier unten meine Benefits mit dabei, die Ansprechpartnerin, die Frau Matthies ist dabei, kann mich jetzt sofort bewerben. Habe hier unten die entsprechenden weiterführenden Links mit dabei, das kommt auch in deren System wieder, wie gesagt, oder hier dann direkt die Anwahl oder die Frage und kann mich bewerben. Und das kennen Sie jetzt auch, das ist jetzt nichts Neues, das trifft Sie immer wieder. Das ist einmal das. Dann ein weiteres Projekt, auch das habe ich umgesetzt im letzten Jahr und nochmal Dank an das Team von Leonard Weiß, auch ein großes Bauunternehmen. Sie sehen also hier im Teaser-Text über 5000 Mitarbeiter und sehr erfolgreich. Ich meine, die sind im Moment eh gut ausgebucht, glaube ich, weil die Bauwirtschaft in Deutschland auch boomt. Also sie haben sehr viele Stellen, die sie ausschreiben. Und da haben wir ein paar andere Dinge noch eingeführt und zum Beispiel hier sehen Sie, wir haben ein Logo-Upload gemacht, weil das Unternehmen selbst besteht aus vielen Unternehmensbestandteilen und wir gehen auf diese Steinsanierung, Denkmalpflege zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier auf Aktualisieren gehe, da wird auch das Logo des Unternehmens nochmal mit reingegeben. Das ist natürlich eine Sondergeschichte, weil dann müssen die Logos geliefert werden. Man braucht diesen Mausobertext, der gepflegt werden muss. Die Größe muss stimmen. Also das ist alles schon ein bisschen Projektarbeit, dass natürlich alles lösbar ist, aber eben nicht mehr im Standard, wenn man schnell starten will mit einem begrenzten Budget. Und schauen wir uns mal die Stellenausschreibung an. Auch hier wunderbare Arbeit des Marketingbereiches von Leonard Weiß, wie ich finde. Man hat auch vor allen Dingen gerade für diese Berufe ein Video dabei. Also was macht überhaupt dieses Berufsbild des Steinmetzes? Und diese Interaktion mit YouTube und anderen sozialen Netzwerken ist schon toll. Es gibt hier so eine Art Benefits-Tableau. Wenn man da drüber geht, dann sieht man auch, was es immer so bedeutet, die verschiedenen Benefits. Und ja, hier unten eben eine Beschreibung des Jobs, auch wieder jetzt bewerben. Und das kennen Sie auch alles, Lebenslauf, LinkedIn und so weiter. Und hier unten sieht man auch ein paar Dinge mit Erklärung, wo sind Sie tagsüber am besten erreichbar oder hier Informationen, wenn man mit CO arbeitet, was soll das? Das hat der Kunde alle selbst gemacht übrigens, ja. Oder wie sind Sie auf aufmerksam geworden? Da setzt sich ja Vertreter bei Minderjährigen zum Beispiel, ist auch noch wichtig dabei. Ja, jetzt haben wir Asklepios. Und jetzt wird es ein bisschen tricky dort, weil nämlich ich jetzt mal ein bisschen ausholen möchte. Und zwar Asklepios ist ein großer Klinikverbund. Wie gesagt, wir haben mehrere Verbünde neben Asklepios, Klinotel-Gruppe, Sana-Gruppe und so weiter. Und die suchen natürlich auch wie wild Personal zurzeit. Ja, Pflege und Krankenhausbereich ist schon sehr, sehr, Gesundheitsbereich ist schon sehr dünn besetzt. StepStone nun.
hat jetzt, und merken Sie mal diese Zahl, selbst wenn es 95.000 Jobs in Deutschland, was die anbieten, und da zahlen sie natürlich jetzt auch entsprechend dafür, was ja auch gut ist, selbst so macht ja auch schon einen guten Job. Und wenn ich jetzt auf die Asklepios-Klinik gehe, ich gehe mal kurz auf diese in St. Georg und suche mal es raus, dann sieht man dort gleich, dass dort einige Jobs, nämlich 37 Jobs, offen sind, die alle irgendwo in Rex reinlaufen. Aber wenn ich jetzt hier diese Stellenanzeige aufrufe, Assistenzarzt in der Weiterbildung, sehe ich jetzt was, dass ein komplett anderes Design dort aufgebaut wird. Ich habe hier diese Segmentierung, die verschiedenen Kästen. Und das ist, was StepStone Liquid Design nennt, also flüssiges Design, und wir bei uns Schema bei Rex. Was soll das? Ziel soll es sein, dass alle Stellenangebote für den Bewerber vergleichbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Firma A und die B gehe, dann will ich einen Kasten haben mit Informationen über die Firma. Das kann man auch sehr gut suchen, mit Suchmaschinen optimieren, mit Aufgaben, mit Profilen, dass ich später selektiv manche Sachen rausholen kann und die vergleichen kann und mich dann über diese Inhalte der Stelle nähere. Im zweiten Schritt ist es aber auch so, und es ist der wichtigere Schritt, das Verhalten der Bewerber wird analysiert. Man kann zum Beispiel hier ein weiteres Gebiet eines Videos unten drunter packen oder Standort. Sieht man zum Beispiel hier. Hier gibt es jetzt kein Video. Und wenn ich aber sehr viel nach Videos schaue und immer wieder, was bei uns der Fall ist, die Videos anklicke, dann würde StepStone nach dem Nutzerverhalten des jeweiligen Bewerbers diese Kasten neu anordnen. Das würde bedeuten, hier oben würde statt diesem Bild, wer sind wir oder ich will dabei sein, sofort das Video. Und wenn ich als Nächste dann vielleicht dann unten diesen Ort mir anschaue, weil ich muss wissen, ist eine Schule, ein Kindergarten dabei, wie sieht die Wohnlage aus und so weiter. Und das für mich Wichtige ist der Inhalt, dann sortiert das System das bedarfsgerecht und zwar adressatengerecht um. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass solche Layouts, die wir hier haben, die jetzt, ich gehe mal kurz eins zurück, ja, von Ihnen durchdesignt sind, dass die nicht mehr funktionieren, weil wir dort eben diese Dinge nicht mehr in dem Maß segmentiert haben, wie es bei StepStone, Google und bei anderen Jobbörsen später filettiert wird. Und dann kann man diese Sachen hier rauslesen und kann einen ganz anderen Service für den Bewerber bieten. Bedeutet, vielleicht ist ein Jahr oder zwei, dass das Stellen-Template, also ihr Layout, obsolet. Ja? Sie brauchen nur inhaltlich was dabei zu sagen. Sie müssen sich auf die Bilder möglicherweise konzentrieren, gute Texte schreiben, auch nicht schlecht. Und was immer wichtiger wird, ein schönes Video. Ja, da denken viele nicht dran, weil die einfach dieses Stellentemplate noch statisch haben und das als Nonplusultra sehen. Ja, und wenn ich jetzt hier bewerbe, Asklepios ist ja wie gesagt ein Rex-Kunde, ich klicke drauf, hier oben sehen Sie Karriere, Asklepios.com, zack, bin ich auf Rex. Und Sie kennen diese Elemente wieder, das heißt an der Konvertierung sofort von StepStone rüber in Rex. Er bewirbt sich, ich bin da, ich habe die volle Kontrolle über alles, über den gesamten Prozess. Und auch die Stellenausschreibung übrigens wird Rex an StepStone im Rahmen dieses Designs natürlich auch liefern. Das heißt, Sie haben gar keinen Aufwand, StepStone zu pflegen. Und dass Sie noch weniger Aufwand haben, weil, als Sie vielleicht denken, werden Sie gleich sehen, wenn wir noch andere Dinge uns anschauen. Okay, gehen wir weiter, nämlich auf diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Sie haben gerade gesehen, wir haben 95.000 Stellenanzeige in Deutschland, die bei StepStone sind. Wir haben alleine von Rex, die sind kostenlos übrigens hier, 26.000 Stellenangebote, weil alle unsere Kunden automatisch, wenn sie Kunde von Rex sind und das ER, also das Enterprise Recruiting nutzen, hier einen Zugang bekommen, und zwar automatisch. Sie schalten eine neue Stelle auf ihre Homepage und zack, sind Sie hier mit dabei. Und diese Finance Jobs Seite geht auch weiter zur Arbeitsagentur. Das heißt, alles, was hier auf der Seite ist, das, was über Rex kam zumindest, wird dann auch auf der Arbeitsagentur dann weiter verbreitet. Mit einem Klick im Backend haben Sie somit Ihre Homepage aktualisiert. Sie haben Finance Jobs Ihren Job hier eingestellt, was natürlich eine hohe Relevanz für SEO hat, also für diese Suche in Google. Und Sie haben sogar im dritten Schritt die Stellenbörse der Arbeitsagentur, die ja mit einer der größten in Deutschland ist, auch mit dabei. Und wenn Sie jetzt wollen, können Sie auch StepStone, Monster, Jobware, wie sie alle haben, heißen, auch noch angehen. Ist aber oft gar nicht so nötig, weil wenn man hier überlegt, dass ich ja 26.000 Stellenangebote habe, dann ist es echt toll. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Rex suche, also nach Rex Know-how, gehen wir mal kurz rein. Sie mal, ich habe jetzt 88 Stellen gefunden. Natürlich auch das alles optimiert für meine Smartphones. Dabei könnte mich jetzt darauf bewerben.
sehe jetzt auch ähnliche Elemente wie hier wieder, wie das Liquid Design. Auch das stellen wir übrigens um, dass wir so ähnliche Konstrukte anbieten, wie das natürlich jetzt bei Google und StepStone angeboten wird, also auch hier eine Optimierung auf das Bewerberverhalten und kann mich jetzt sofort online bewerben. Und jetzt bin ich auf diesem Bogen und sehen Sie hier, wie das aussieht. Das kennen Sie eben schon dort, habe mein CV mit dabei. Und diese Daten werden jetzt, wenn ich auch weitergehe, an das REX-System, sollten Sie REX eben haben als System, übergeben. Das ist eine Geschichte. Auf der anderen Seite kann ich auch dem Talentpool beitreten. Ich kann also sagen, ich möchte selbst mich als Talent anonym einbringen. Ich habe die Brille des Bewerbers jetzt auf, dass ich sage, ich bin bei Ihnen im Unternehmen beschäftigt, aber habe latent trotzdem so ein bisschen Bedarf, mich ja zu verändern. Ich möchte, dass ich gefunden werde. Und wenn ich jetzt mich hier einlogge und ich habe dort ein Login schon, das nutze ich mal eben gerade. Jetzt müssen wir gerade gucken, das ist Dirk Linn. Da bin ich drin. Und dann habe ich, wenn ich mich anschaue, mein Profil, meine Daten, da ist es, habe ich gesagt, ich bin in der Jobkategorie Consulting, Beratung, IT drin. Gehaltswunsch habe ich keinen angegeben, kann ich ja angeben. Ich bin jetzt in Paderborn, 200 Kilometer fahre ich ganz gerne. Ich glaube, das soll ich mal auch besser auf irgendwie auf 30 Kilometer ändern und dann sagen wir hier auf die 50 Kilometer ändern. Ich habe hier unten einige Kenntnisse, die rausgelesen worden sind aus meinem Profil übrigens, aus meinem Lebenslauf. Habe meinen Lebenslauf hochgeladen, mein Bild habe ich hochgeladen und so weiter. Meine Grunddaten nochmal verifiziert, meine Schule, Ausbildung hinterlegt. Und das sind alles Daten, die an REX dann übergeben werden können. Aber das ist jetzt erstmal, oh, Karrierestufe, muss ich noch sagen. Ich bin ein Berufserfahrener, würde ich sagen. Ne? Berufserfahren, das ist okay. Und speichern. So, jetzt bin ich im System drin. Ja, jetzt bin ich aber nicht so erkennbar, weil wenn ich jetzt mein Arbeitgeber mich sieht, dass ich dort drin bin, dann ist auch nicht richtig gut. Aber der Arbeitgeber sucht ja auch aktiv. Und das Schöne dabei ist, Sie können als Arbeitgeber diesen ganzen Pool durchsuchen. Machen wir mal gerade. Ich melde mich jetzt um, nicht als Dirk Linn, als Bewerber, sondern ich gehe jetzt mal rein als der Reto Franzen, sein REX-Nutzer, der im System drin ist und sofort die Statistiken seiner Stellenanzeigen sieht, wie die in Finance-Jobs performen, also wie viele Hits da drauf sind, wie viele Klicks drauf sind auf die Stellenanzeigen, auf die ich geschaltet habe. Das ist alles keine hochgerateten Dinge, weil das jetzt so alles Dummy-Daten sind. Bei Ihnen wird es wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen. Kann jetzt aber ich den Talentpool durchsuchen. Ich kann jetzt sagen, ich möchte jetzt einmal jemanden haben. Oft ist es ja so, dass wir einen SAP-Berater vielleicht suchen. Und wir sehen hier erstmal, ich habe aktuell, und das ist kein Fake übrigens, über 40.000 Talente, die zurzeit auf Jobsuche sind, die sich bei uns registriert haben. Und das sind nicht nur wie bei Xing oder LinkedIn möglicherweise Akademiker in einem bestimmten Level, weil sie suchen ja auch Bäcker, Ärzte, Krankenschwester, Schlosser und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal einen Bäcker eingebe, oder gebe erstmal auf SAP, ist ja auch so ein Mangelberuf heutzutage, ich gebe SAP ein und sage, ich möchte mal gucken, wie viele SAP-Erfahrene drin sind. Klicke ich drauf, dauert jetzt kurz, bis er die ganzen 40.000 Profile dann durchsucht hat. Und da sind wir schon. Wir haben 4.000 Talente, die mit SAP zu tun haben. Hier unten sehen Sie auch in der Schweiz, das ist ein ordentlicher, das ist ein anderes Gehalt. Und da der Deutsche bleibt innerhalb des Rahmens drin. Sie sehen, da ist in Nürnberg, hier Zürich dabei. Das sind die Berufserfahrung und Steckbrief ohne Bild. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich möchte dich kennenlernen, liebes Talent. Und dann kann das Talent entscheiden, weil es ja mich dann auch sieht als Firmenrekruter, ob ich mich überhaupt da freischalten will für ein Gespräch. Weil dann weiß ich ja, halt erstmal meine ganzen Daten gesehen. Also das Interesse ist da. Und dann kann man auch qualifiziert in das Gespräch reinkommen. Und wenn ich jetzt aber sage, ich möchte da nichts mehr zu tun haben, dann beantworte ich die Frage einfach gar nicht. Und damit kann man nur einmal übrigens anfragen, nicht wie bei Xing und LinkedIn, dass man dann genervt wird, dann immer wieder angefragt wird. Das wird dann hier nicht passieren. Und das ist auch ein Grund, warum viele das Finance-Jobs-System gerne nutzen. Aber es gibt noch weitere Dinge. Gehen wir mal auf die Finance-Jobs-Seite zurück, wo dann diese 26.000 Stellenangebote sind. Und hier unten hat man diese Empfehlen und Verdienen. Sie können also als eigene Arbeitsvermittler oder Jobvermittler, nicht Arbeitsvermittler, Jobvermittler, auftreten. Wenn Sie also Netzwerke haben, zum Beispiel Sie sind im IT-Bereich und Sie sagen, ich habe jetzt Stellen, die müssen entsprechend ausgewiesen sein von uns. Ich gehe nochmal auf diese REX-Stellen, dass ich das nochmal Ihnen zeige. Jetzt dürften die Daten auch gepflegt sein. Zum Beispiel den REX, ja, wo habe ich denn hier unten?
da jetzt nicht den Manager zum Beispiel von RockMe und da Job empfehlen. Und dann sieht man zum Beispiel, es gibt hier Geld zu verdienen. Ja, also man kann als Privatmann sich registrieren, dass wenn Sie als Firma sagen, wenn du mir den Job besorgst, und zwar nicht an Headhunter, sondern eben an die ganzen Menschen, die hier als Private Headhunter mit drin sind, wenn man den Menschen besorgst und die Einstellung wird durchgeführt, dann kriegst du 500 € und nochmal 500 € nach der Probezeit und kann jetzt in meine Netzwerke das reingeben. Die sehen ja nicht, dass ich jetzt Geld verdiene, da wird aber der Link weitergegeben, aber mit einem Referrer dabei. Das heißt, dann wird auf mich ein Rückschluss dann stattfinden. Und sobald eben über diese Bewerbung, über diesen Link, der die Bewerbung reinkommt, dann wird mein Geld ausbezahlt über Rex. Das heißt, wir haben dann intern Verträge mit Ihnen als Rex-Kunde. Und wir sind dieser Mittelsmann, der dann eben diese Mannschaft dann ausbezahlt. Eine tolle Geschichte, weil dann 80 Millionen Headhunter für Sie arbeiten. Ne? Das wird also weiter ausgebaut werden. Aber auch Ihre Mitarbeiter, ja, ich gehe nochmal kurz auf diese mobile Ansicht, haben die Möglichkeit über einen sogenannten Talentbringer, hier oben sehen Sie RockMe Talentbringer, dass Sie sagen, meine Mitarbeiter können das System sich einloggen und können jetzt sehen, welche Jobs es gibt über mein Smartphone und können dort natürlich jetzt auch über deren Netzwerke diese Jobs verteilen. Das heißt, Sie haben ein ganz einfaches System, das kennen Sie von auch anderen Firmen, die das nochmal als Standalone-Produkt haben, aber Sie können hier eben diese Jobs bewerben. Ja? Stellenanzeige anschauen, jetzt teilen, und das ist genau das, was wir gerade gesehen haben. Er kann alle News den Mitarbeitern mitgeben, das heißt, wo bin ich gerade, an welcher Stelle bin ich jetzt in dem Ranking, in der Bestenliste, könnte verschiedene Informationen reingeben, könnte mich da unterhalten mit anderen Menschen und könnte da diskutieren und sehe auch mal Erfolg. Das heißt, ich sehe, wie viele insgesamt, wie viele Teilungen ich habe in der Spalte, wie viele Besuche über meinen Link gekommen sind, wie viele Bewerbungen, wie viele Einstellungen, wie viele Probezeiten, weil das wieder mit dem REX-System verbunden ist und meine Mitarbeiter werden in eine ganz einfache Art und Weise voll integriert in den Arbeitsablauf. Also eine neue Stelle wird geschaltet, sie sagen Talentbringer aktiv werden, die Menschen werden informiert, hey, hier gibt's was zu verdienen oder hilf mir einfach bei der Stellensuche. Sie klicken rein, haben ja einen, sagen wir, einen Kontostand, den sie über ein Spielesystem, wenn man so will, einfach so eine Art Bestenliste nach vorne schieben können, haben hier dieses News-System, dass man sich dann auch unterhalten kann, kann das Profil nochmal verändern, kann sagen, für welche Stellen kann ich überhaupt bewerben. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, jetzt mal gerade schauen, wo habe ich hier meine Jobs, ja genau, welche Kategorien überhaupt, hier sind die nochmal dabei, will ich überhaupt sehen, weil da, nur da habe ich überhaupt Zugriff auf die Märkte, das sind so meine Peer Groups. Und kann passgenau dort über mein Smartphone, das sieht dann praktisch schon so aus, dass man dann hier sofort auch das teilen kann und für Sie als Recruiter arbeiten kann. Ne? Und das ist der Talentbringer. Das ist ein kostenpflichtiger Zusatz und das ist natürlich auch kompatibel mit dem HR von REX, dass man sagen kann, wenn man eh das HR-Modul hat, dann kann man dort auch schon bei der Freischaltung diesen Talentbringer, das ist hier eine Standalone-Seite, aber dort integrieren. Martin ist ein Dienstleister aus Dortmund. Der hat gesagt, wir machen alles so ein bisschen anders. Wir wollen mehr innovativer sein, was es angeht. Wir wollen viel näher an dem Kunden sein. Und die haben seinen Chatbot eingesetzt. Ist ja mittlerweile Chatbot, KI und was da alles mit verbunden wird. Ein großer Hype. Das ist also deren Seite, ist noch nicht Rex, was ich jetzt hier sehe. Ja. Das kann ich aber diesen Stellenmarkt mir aufrufen. Und jetzt sieht man hier unten diesen kleinen Chatbot. Das ist immer noch die Materna-Seite. Hier oben sehen Sie immer noch Materna. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ja, frage mich, sagt jetzt gleich, er stellt sich jetzt eben vor, wird jetzt geladen, fährt jetzt hoch. Welche Stellen gibt es? Welche Stellen gibt es bei euch? Fragezeichen und absenden. Ist mal gespannt, was er da so rausfindet. Aha, er sagt, wir haben Jobs in folgenden Bereichen. Da sage ich, okay, Consulting, Design wird mir gefallen, ein bisschen Projektmanagement, das ist auch in Ordnung. Weiter. Jetzt kommt die zweite Frage danach, nachdem er es analysiert hat, wo ich eigentlich hin will. Er sagt, welche Karrierestufe befindest du dich? Wenn Sie mal ein bisschen aufgepasst haben und Sie haben aufgepasst, das weiß ich, dass er diese Filterelemente, die wir auch haben, die werden jetzt hier abgefragt über ein interaktives System. Und da sage ich, ich bin eigentlich ein Professional, glaube ich zumindest. Gehen wir mal weiter. Dann wird der nächste. Die nächste Frage sein,
muss ein bisschen überlegen, ja, wo willst du denn überhaupt arbeiten? Dann sage ich, ja, in Düsseldorf gefällt mir ganz gut und ja, Homeoffice ist immer gut, ja, und Dortmund ist auch eine tolle Sache und ja, Dresden auch nicht vergessen. Ja, und dann weiter. Und jetzt sagt er, willst du überhaupt woanders mal arbeiten? Kannst du dir vorstellen, mobil zu sein? Ja, natürlich in der heutigen Zeit ist es, glaube ich, wichtig, dass man mobil ist. Da wird wieder eine weitere Einschränkung gemacht, dieser Jobs. Und er sagt, ich habe 37 Stellen gefunden. Und wenn ich hier draufklicke, komme ich auf den Stellenmarkt, wo dann wieder hier, das ist immer noch Teil der Materna-Seite, muss man dazu sagen, die Sachen aufgedröselt werden, was gefunden worden ist. Ich sehe hier meine verschiedenen Stellen dort. Zwar Düsseldorf, habe ich ja gesagt, und Dortmund. Klicke hier drauf, den Ausbildungsmanager. Man kann also die Sachen lesen. Hier sehe ich den Herr Hese, der war bei uns ja auch der, der das Projekt, also bei Materna derjenige, der das Projekt geführt hat und auch eingeführt hat und begleitet hat. Und ich kann jetzt das Stellenangebot empfehlen oder bewerben. Und jetzt, wenn ich auf Bewerben gehe, sieht man hier oben, springe ich um auf das Materna-Portal, bin jetzt innerhalb des REC-Systems, weil dort auch der Anfang war, kann mich jetzt bewerben. Und da schließt sich der Kreis, also eine nahtlose Integration zwischen der Stellen, Definition der Freigabe, dann einen Chatbot dabei und dann wieder zurück in das System. Das ist alles kein Standard, was Sie jetzt hier sehen. Das ist schon ordentlich mit viel Arbeit und auch mit einigen Kosten, weil dieser Chatbot muss ja auch mit Daten versorgt werden und der ganze Klickpfad muss dann angepasst werden. Aber alles machbar. Laufzeit des Projektes auch hier sehr kompakt, noch kein halbes Jahr. Wir waren voll in der Zeit, voll im Budget. Ich hoffe, Materna hat es auch so gesehen, dass hier alles auch passt. Ich denke, das Ergebnis gibt uns recht. Ja, ich hoffe, dass Sie jetzt Lust bekommen haben auf mehr, auf REX, dass Sie uns anrufen und dass wir auch diskutieren können, auch wenn Sie vielleicht bestehende Systeme haben, wie ein System abgelöst werden kann oder wie wir vielleicht auch neue Module bei Ihnen dazu packen können, wenn Sie schon REX-Kunde sind. Zum Beispiel gerade diese Finest Jobs, diese aktive Poolsuche mit dabei oder dieses Talentbringer-System. Machen wir gerne. Ansonsten die Projektlaufzeiten, um so ein Gefühl dafür zu geben, von 4 Wochen einer Standardimplementierung, da bleiben wir in diesem RockMe-Paket, das Sie auch gesehen haben. Wir passen Ihre Logos an, die Schriftarten werden angepasst. Sie können Ihre Templates dann auswählen aus 3 verschiedenen Vorlagen. Sie können auch Ihre Grafiken ändern. Wir schulen Sie, das geht alles sehr schnell, sind aber sehr stark im Standard drin, der schon viel kann. Job Alert, Initiativbewerbung, die Rechte sind schon eingerichtet. Wir haben schon einige Formschreiben mit dabei. Sie können Ihre eigenen Verträge schon im System erstellen, wenn Sie mögen. Und solche Dinge, das kann man sehr schnell innerhalb von 4 Wochen schaffen. Wenn Sie jetzt aber sagen, wir brauchen eine komplette Integration, die Webseite, möglicherweise als Reverse-Proxy-Ansatz, was wir auch gesehen haben, das kann schon mal so 3 Monate, auch mal 6 Monate dauern. Wir sprechen auch gerne mit Ihrer Marketingabteilung oder mit externen Agenturen. Die Abstimmung können wir auch mit übernehmen, mit Ihnen zusammen. Also Sie merken, die Dienstleistungsbreite, die wir anbieten, ist von einem Standardprodukt bis hin zu einer kompletten Beratung und einer Optimierung Ihrer Prozesse. Ja. Erstmal dann vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. Wir haben jetzt noch Zeit zur Diskussion. Ich würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen würden. Rufen Sie an. Die Telefondaten sehen Sie hier. Ansonsten der Chat ist ja auch noch gleich geschaltet für eine gute halbe Stunde, Stunde. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Webinar. Ihr Dirk Lin und das Team von REC Systems. Dankeschön.